Wir haben ein falsches Verständnis von Spiritualität. Ein spiritueller Meister soll frei von all den chaotischen, komplexen Kräften sein, von denen die meisten angetrieben werden. Aber das ist Blödsinn. Man kann nicht spirituell und kein Badass sein. Sie spüren Wut und Antrieb und akzeptieren alle Gefühle, die zum Menschsein gehören. Und du darfst dies auch. Aber nutze diese Kombination aus spirituellem Stolz und menschlichen Gefühlen, um dich selbst und die Welt besser zu machen. Damit willkommen zum A-Fest, ihr spirituellen Badasses. Deine Genialität ist kein beruflicher Titel, sondern die Essenz dessen, was du bist. Und wenn du deine Genialität jeden Tag voll ausschöpfst, passieren magische Dinge. Vor allem aber wirst du damit jeden einzelnen Tag zum Badass. Deine Träume sollten so groß sein, dass man dich für verrückt hält. Wenn du also jemanden von deinen Plänen erzählst und man dich nicht für verrückt hält, denk größer.